Seid gegrüßt, Volk. Durch die Zusammenarbeit von Speedrunnern und anderen YouTubern haben wir endlich herausgefunden, wie wir in der Prüfung des Schwertes alle drei Schwierigkeitsgrade so easy schaffen, dass wir bis zu 40 Ebenen überspringen. In diesem Video werde ich euch jetzt erklären, wie ihr das genau anstellt und es ist wirklich richtig, richtig simpel. Zunächst ist also erstmal wichtig zu wissen, in welchen Abschnitten wir diesen Glitch machen können, um durch die Wand zu kommen und dann alles zu skippen. Bei der Prüfung des Schwertes im Anfängermodus ist es ab der vierten Ebene, im Fortgeschritten ab der ersten Ebene, ab Meister in der vierten Ebene. Das bedeutet also, wir kloppen uns jetzt ganz, ganz fix bis zur Ebene 4 durch. So, Ebene 4 solltet ihr geschafft haben, das traue ich euch zu, macht Stasis auf den ersten Gegner, damit könnt ihr verhindern, dass der euch entdeckt, könnt euch die Kiste klauen, jetzt müssen wir die Kiste aber auch an einen ganz, ganz bestimmten Ort packen, also ihr seht, hier ist die Leiter, von der Leiter aus drehen wir uns nach links, dann kommt der kleine Baum, da ist der dicke Baum und dann sind dort quasi diese Sternzeichen, wie wir die aus diesem wunderbaren Schreinrätsel kennen, dort muss das jetzt dazwischen gepackt werden. Da es sicher hier um ein Tutorial handelt, werde ich euch genau zeigen, wie die Kiste stehen muss. Also stellt sie mal so ein bisschen näher zur Wand, so dass ihr links durch die Lücke nicht mehr durchkommen könnt. Zieht die Kiste jetzt so ein bisschen ran. Also nicht ganz so weit ran. So ungefähr ist gut. So kommt ihr da nicht mehr durch. So könnt ihr die Kiste auf jeden Fall stehen lassen. So, und jetzt kommt der wichtige Teil. Ihr stellt euch vor dieser Kiste, nehmt eine Doppelhandwaffe, wie zum Beispiel den Eisenhammer, macht Stasis drauf. Haut so lange drauf, bis es rot wird und danach müssen wir das Modul verwenden, um das Ganze zu begradigen, unsere Sicht. Geht hinter die Kiste und schiebt sie an. Danach werdet ihr von der Kiste getroffen und landet durch die Wand, wenn alles korrekt läuft. Das Wichtigste ist also jetzt eigentlich geschafft. Wir müssen jetzt nur noch zu dem letzten Raum laufen. Ihr lauft jetzt einfach quasi den Weg nach, den ich hier im Video laufe. Ich werde das jetzt extra nicht verschnellern oder so. Würde ich gerne, das wird natürlich das Video kürzer machen, aber da ihr sowieso 1:1 den Weg folgen wollt, es auch bei den anderen ein wenig komplexer wird, möchte ich das dann einfach machen, so dass ihr einfach währenddessen mitlaufen könnt und den Raum findet, ohne irgendwie mal stoppen zu müssen. Wir werden jetzt also zum letzten Raum gehen. Es geht darum, den Hinox immer zu töten. In jeder Ebene bedeutet es, wir müssen den Hinox besiegen, um die Prüfung abzuschließen. Das wird auch ziemlich easy, aber davor gibt es noch ein kleines Problem, aber das werde ich euch aus der Welt schaffen. So, jetzt ist ganz wichtig, wir müssen zu dieser kleinen Steinformation rübergehen. Ihr seht sie, das sind so klitzekleine Felsen. Das ist eigentlich quasi das Innenleben von dem Hinox-Raum. Und da gehen wir jetzt erstmal drauf und dann zeige ich euch, was wir jetzt machen müssen. Nämlich jetzt müssen wir ein bisschen mit den Eisblöcken arbeiten. Das ist ein bisschen knifflig. Manchmal geht es schnell, manchmal kann es dauern. Es kommt auf den richtigen Winkel an. Also, wir gehen jetzt hier durch die Wand quasi, bis ihr quasi dort zu dieser Pfütze kommt. Ihr habt diese Pfütze hier links, seht ihr? Ihr geht jetzt in die Ecke von dieser Pfütze, sag ich mal. Also nochmal zu diesem kleinen Bach, dieser Pfütze, wie auch immer. Gehen wir durch und dann links stellen wir uns so weit in die Ecke, wie es geht. Und jetzt zeige ich euch genau, wie man zielen muss, so dass ihr quasi die Eisbalken so legt, dass ihr wirklich durch die Wand glitschen könnt. Und das ist eigentlich so ziemlich der kniffligste Teil am allen, denn es muss genau stimmen. Es muss wirklich genau stimmen. Ich füge euch jetzt auch ein Standbild ein, wie das eigentlich vom Winkel her aussehen muss. So muss das aussehen, wenn ihr quasi euren Eisblock legt und so muss der etwa aussehen. Also zur Hälfte rausragen, ein bisschen quer, damit ihr halt quasi diese kleine Ecke dort erschaffen habt. Geht jetzt oben drauf und lauft in die obere Ecke. Ihr werdet merken, wenn ihr den B-Knopf gedrückt haltet, dass ihr rennen könnt. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen mit eurer Kamera so ein bisschen nach links und rechts so ganz leicht immer hin und her tappen und gucken, ob ihr durch das Rennen euch vielleicht durch die Wand wagen könnt. Das ist ein bisschen aufwendig, es ist ein bisschen knifflig, aber es ist eigentlich nicht sehr viel komplizierter, als wenn man irgendwie ein Schloss in Skyrim oder so knacken möchte.
einfach mal so ein bisschen probieren. Wenn es wirklich nach ein paar Minuten nicht geht, nochmal kurz noch überprüfen. Habe ich wirklich den Eisblock richtig gelegt? Ihr habt ja jetzt das Standbild, wo ihr sehen könnt, das klappt. Ihr seht, ich habe hier auch so ein bisschen Struggle, um da durchzukommen. Es ist einfach so ein bisschen Gequetsche, ein bisschen rumprobieren. Einfach ein bisschen rennen, also nicht direkt aufgeben, weil manchmal wirkt es so, als hättet ihr nicht den richtigen Winkel getroffen. Aber ihr habt den Winkel richtig getroffen. Und wo wir jetzt gerade mal dabei sind, wenn ihr euch nicht gerade durch die Prüfung komplett durchglitschen wollt, ich habe auch einen Guide dazu gemacht, wie ihr trotz Fehler die Prüfungen im Meistermodus schaffen könnt. Das Ganze hier klappt übrigens auch auf der Nintendo Switch. Auf der Nintendo Wii U funktioniert das auch. Es ist im Normalmodus möglich, es ist im Mastermodus möglich. Es ist einfach nur ein bisschen knifflig. Und knifflige Sachen sind eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Sie machen, finde ich, an sich schon Spaß. Natürlich kann man sich was Besseres vorstellen, als in diese Ecke hier reinzurennen. Ich muss das natürlich jetzt auch ein bisschen ungeschnitten zeigen, damit ihr sehen könnt, oh, okay, das klappt wirklich. Also, ihr müsst einfach so ein bisschen mit der Kamera so ein bisschen nach links und rechts. Ihr braucht gar nicht euren Stick bewegen, also euren linken Stick braucht ihr nicht bewegen. Es geht wirklich nur ums nach vorne rennen und dann einfach mit der Kamera so ein bisschen nach links und rechts, während ihr halt am Rennen seid. Und dann habt ihr halt wirklich das Glück, irgendwann mal da durchzuglitschen. Manchmal geht es wirklich sehr, sehr fix, weil ihr einfach genau den Winkel getroffen habt. Manchmal, wie in dem Fall, dauert das ein bisschen. Aber ich kann euch versprechen, bei den anderen klappt es ein bisschen schneller, als ich das gemacht habe. Und das werdet ihr sehen. Jetzt kommt aber der finale Kampf. Ihr müsst jetzt hier quasi diese wunderbare Metalltruhe noch nehmen. Mit dem riesigen Kasten können wir den Hinox besiegen. Wir haben ja jetzt nicht wirklich was an Waffen. Und ich empfehle euch wirklich ganz, ganz vorsichtig mit dem Gamepad rauf und runter zu gehen. Ihr dürft die Kiste nicht kaputt machen. Denn wenn ihr sowas macht, dann habt ihr jetzt einen Hinox-Kampf. Ich werde euch gleich bei der Fortgeschrittenen, bei der Meisterlösung, zeigen, wie das mit der Kiste besser geht. Aber für den Fall, dass ihr es wirklich verhauen habt, ihr habt am Hinox Waffen dran. Das ist absolut kein Problem. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen. Der Hinox-Kampf ist nicht schwer. Aber an sich könnt ihr den komplett mit der Metallbox machen. Müsst aber wirklich ein bisschen Gefühl in die Sache bringen. Also ich sag's ja, heute ist sehr, sehr knifflig. Solltet ihr das also verkackt haben und müsst gegen ihn kämpfen, zerfetzt das Vieh einfach und ihr werdet sehen, die Prüfung geschwärzt ist es damit im Anfängermodus geschafft. Jetzt geht's weiter in Fortgeschritten. Und auch hier funktioniert der Trick 1:1. Es geht einfach nur darum, dass es jetzt aber einfach eine andere Ebene ist. Also in der zweiten Schwertprüfung haben wir das in dem ersten Raum und das ist direkt hier oben bei den Metallboxen. Was wichtig ist, dass ihr euch hier die Axt besorgt, ansonsten haben wir ein kleines Problem. Wobei das Problem eigentlich auch nicht groß ist, weil wir einfach die Schwertprüfung notfalls neu starten können. Macht ihn einfach fertig, holt euch die Axt. Und jetzt muss ich euch aber an der Stelle noch etwas Wichtiges mitteilen. Denn hier aus dem Raum zu glitschen, da gibt es etwas, worauf ihr achten müsst. Denn ansonsten werdet ihr einfach in eine wunderbare Schlucht der Verdammnis stürzen. Und ich glaube, darauf hat eigentlich gar keiner Bock. Jetzt schauen wir uns aber erstmal genau an, wie man die Kiste legen muss, damit ihr das auch schön, schön nachmachen könnt. Also, auf diese Ecke quasi müsst ihr das packen. Ich habe heute irgendwas mit quasi, ich weiß auch nicht warum, so ziemlich in die Mitte von diesem Feld. Und dann könnt ihr auch einfach wieder, wie gerade eben, Stasis machen. Dreht euch, bis es rot wird. Macht dann wieder euer Modul an, also eure Kamera mal kurz. So, switcht rüber und schiebt den Block an und ihr fliegt durch. Jetzt ist wichtig, spammt eure Parasegel, spammt eure Parasegel, spammt es. Ihr seht, da ist eine riesige, abnormale, ekelhafte Schlucht der Verdammnis. Und ihr würdet runterstürzen und sterben. Fliegt von dort aus ein wenig nach rechts. Auch hier lasse ich die Geschwindigkeit wieder einfach normal laufen, damit ihr sehen könnt, wo wir hinlaufen müssen. In dem Fall müssen wir aber wirklich nicht weit laufen. In der Meisterprüfung am Ende müssen wir aber dann doch schon ein ganzes Stückchen laufen. Und ja, macht euch gefasst auf einen langen, langen Marathon. Da ihr ja alle schlau seid und auch gute Augen habt, habt ihr wahrscheinlich auch hier schon die wunderbare Steinformation gesehen. Und jetzt wird sich eigentlich quasi genau das wiederholen, was wir auch gerade eben in der Prüfung des Schwertes für Anfänger gemacht haben. Ich kann euch aber auch jetzt zeigen, wo man auch noch alternativ eintauchen kann. Ihr könnt also jetzt erstmal wieder darüber schwimmen. Es kommt natürlich darauf an, ihr braucht ein bisschen Ausdauer, das wäre natürlich nicht schlecht. Ihr könnt aber auch jetzt direkt
von dem Ding hier aus eins weitergehen und da, wo das wieder so reingeht, dort gehen wir rein und dort stellen wir uns auch in die obere linke Ecke. Lauft also hier rein und jetzt müsst ihr euer Modul aktivieren und jetzt geht wieder unser tolles, kniffliges Spiel los. Wie setze ich den Eisblock? So, jetzt geht das Spiel wieder los, die Eissäule zu bauen. Also, das ist der Winkel. Hier nochmal als Standbild, damit ihr sehen könnt, wo das platziert ist, wie das aussieht. Und wieder so ungefähr zur Hälfte ragt er quer raus. Das ist einfach immer das Wichtigste, damit sich da quasi, also in dieser Ecke, eine Ecke bildet. Jetzt müssen wir natürlich wieder hier uns so ein bisschen durchwurschteln. Also wieder nur mit der Kamera bewegen, B gedrückt halten. Manchmal rennt er nicht von selbst, das dauert und wir sind schon durch. Okay, jetzt zeige ich euch, wie man den Hinox am besten besiegen kann. Es ist wirklich wichtig, dass ihr es langsam angeht. Also dass ihr wirklich mit ein bisschen Feingefühl euer Pro-Controller oder was auch immer ihr benutzen wollt, langsam hoch und runter hebt. Ihr müsst auch so ein bisschen im Takt mit dem Hinox, muss ich sagen, sein. Also, weil das ist schon ziemlich wichtig. Immer wenn er mit dem Kopf hochschlägt, geht ihr mit eurer Kiste runter. Werdet ihr gleich sehen, das ist wie so ein kleines Rhythmusspiel, das ihr macht. Vielleicht so ein paar Bauchübungen für den Hinox, da freut er sich, glaube ich, auch. Natürlich ist er am Ende nicht ganz so glücklich, wenn er tot ist. Lauft einfach mal so ein bisschen hin, da passiert nichts, wartet bis der aufsteht, schaut, dass ihr den Punkt unter seiner Fresse macht und dann müsst ihr jetzt wirklich mit Feingefühl, kuschelt einfach ein bisschen mit, den einfach so hoch, einmal, wenn ihr da so einmal drinne seid, dann habt ihr eigentlich euren Fluss, macht das jetzt einfach mal so ein bisschen, keine Panik haben, also ihr dürft da wirklich nicht nervös werden, hört einfach so ein bisschen hin, wie der Hinox am Rumstöhnen ist und findet da euren Rhythmus oder wie auch immer, ihr könnt euch, ich weiß ja nicht, wie ihr euch orientieren wollt. Ob ihr einfach gucken wollt, dass ihr einfach euch trefft mit der Kiste und seinem Kopf zeitgleich in der Mitte oder ob ihr nach irgendwelchen Stöhnergeräuschen geht oder so. Es ist vollkommen euch überlassen. Vielleicht spielen auch irgendwelche kranken Fetische noch eine Rolle. Ich weiß es nicht, aber so wie es bei euch funktioniert, sollte das auch dann klappen. Das haben wir dann jetzt auch gleich durch, nachdem wir dann die Kiste ja erfolgreich auf den Hinox angewendet haben. Ist es ziemlich merkwürdig, dass wir dann in den Endscreen von der Prüfung des Schwertes für Fortgeschrittene kommen. Und ihr könnt es euch eigentlich, glaube ich, schon fast denken, die Meisterprüfung, also beziehungsweise der Masterrang, wird genauso ablaufen, nur, boah, smasht der die Kiste da erstmal rum. Das habe ich ja gar nicht beim Aufnehmen gesehen vorhin. Ja, also wie gesagt, ihr werdet dann jetzt noch sehen, wo der nächste Skip-Punkt ist und wie ihr laufen müsst und dann wisst ihr eigentlich, wie ihr es machen könnt. Ihr könnt aber auch gerne normal die Prüfung des Schwertes machen, da gibt es Guides zu, das habe ich euch ja eigentlich schon am Anfang des Videos mit zugemüllt und ihr seht, dort sind zwei Brücken, wir haben es geschafft und es geht in den Meisterbereich. So, wir fangen jetzt mal direkt bei Ebene 4 an, also wenn ihr reinkommt, sind rechts direkt die Metallkisten. Das Problem ist, hier ist Blitz und Donner vertreten, heißt, wenn ein Blitz die Kiste trifft, ist es vorbei. Wir haben zwei Versuche. Gegner sind hier auch noch, schaltet sie am besten aus, weil sie, ihr seht, sie sind ein bisschen nervig. Ein Blitz zerstört die Kiste, ihr könnt aber durch einen Trick das verhindern, dass die Kiste zerstört wird. Macht jetzt aber erstmal wirklich die Gegner platt, damit die euch nicht mehr irgendwie hardcore am Arsch gehen. Das ist schon ein bisschen nervig, man hat hier so ein klitzekleines bisschen Zeitdruck, weil halt der Blitz und der Donner darauf aus sind, alles zu vernichten. Holt euch also jetzt, wenn die erste Kiste leider gestorben ist oder zerstört wurde, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Holt euch die nächste und ihr seht, da kommt auch schon der nächste Angriff. Macht eine Stasis drauf, dann ist sie geschützt. Die fliegt auch nicht durch den halben Raum, die ist einfach safe. Wir warten jetzt, bis die sich wieder regeneriert hat. Und jetzt ist wichtig, hier in dieser Pfütze, ihr werdet jetzt gleich genau sehen, wo ich das hinstelle. Das muss wirklich 1:1 der Ort sein, Leute. Das geht nirgendwo anders. Geht hier in die Pfütze. Und dort, ihr seht, ich brauche das, glaube ich, nicht erklären, ein bisschen Gras. Wir gehen natürlich jetzt wieder, wie beim ersten Mal, ein bisschen näher zur Wand. Ihr werdet jetzt auch sehen, ja, das sieht solide aus, ein bisschen. Schiebt ihr das noch? Nein, wir schieben es nicht, wir lassen es so. Wieder mit der Doppelwaffe drauf. Ihr wisst, dann wieder eure Rune rauswerfen, um zu gucken. Und wieder schieben, 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 schieben. Hier kann man wieder einfach durchfliegen. Hier ist nichts mit Paraglider oder so. Jetzt müsst ihr nur noch diesem Weg folgen. Ich klatsche hier irgendeine Musik rein, weil ich einfach ganz ehrlich nichts zu sagen habe. Und es wird angestellt. Und die ganze Aufnahme ist scheiße. Aber ich mag so spontane Sachen. Also, okay, lauf den Weg.
So Leute, und auch hier viel Spaß mit dem Standbild. Hier ist der Winkel. So macht ihr das. Geht rein, klatscht den Hinox. Ihr seid fertig. Ich bedanke mich wirklich bei allen Leuten. Also das ist durch eine Zusammenarbeit durch Speedrunnern und auch einigen anderen YouTubern entstanden. Ich habe außerdem auch noch Kommentare von meinen eigenen Zuschauern bekommen, die dann gesagt haben, ey Roxas, das klappt wirklich, du kannst dich wirklich durchglitschen. Also auch ein Dank an euch alle, die sich da wirklich bemüht haben und Zeit investiert haben. Super klasse von euch. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns zum nächsten Mal wiedersehen.